Eine neue Folge MT5. Heute schauen wir uns die ersten Züge in Dice War an. Viel Spaß! Ja, hallo wieder zusammen. Es geht um Dice War und es geht um den Anfang des Spiels. Das Video hier soll fraktions- bzw. volkunabhängig sein. Das heißt, ich werde ein paar Punkte nennen, bei denen ich mir, wenn ich eine Startaufstellung für ein Volk plane und eine Strategie für die ersten Züge, mir immer Gedanken drum mache und ich werde dann für alle Völker, von denen ich denke, dass ich da genug Ahnung von habe, um ein paar Sachen zu sagen, nochmal einzelne Sachen sagen und dann auch spezielle Würfelkombinationen für den Start. Erst einmal aber allgemeine Punkte, und zwar baut das Ganze quasi darauf auf, dass wir das Spielfeld haben und wir in der gegnerischen Hälfte hier Bonuspunkte bekommen, wenn wir gegnerische Kreaturen schlagen. Das heißt, wir wollen prinzipiell möglichst schnell zum Gegner hin. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, viele Völker haben mit ihren Viererkreaturen irgendwelche Zauberkombinationen. Das heißt, und bekommen gegebenenfalls schon Triggerpunkte, einfach nur, wenn sie eine Viererfigur oder eine bestimmte Kombination von Figuren auf dem Feld haben, die sie dann später einsetzen können. Besonders wichtig ist das bei den Celadron und bei den Dämonen und bei den Rittern auch. Bei den Mali auch eigentlich nur, bei den Drachen nicht, aber auch bei den Drachen ist es immer gut, schon mal einen Vierer zu haben, um dann, also den Blutmagier, um dann die schnellen Aufwertungen vornehmen zu können. Wie genau man das dann umsetzen kann, dazu wie gesagt in den einzelnen Videos zu den Fraktionen noch was. Genau, aber jetzt erstmal, was haben wir? Wir haben zwei Punkte, die ich besonders wichtig finde. Einmal, ich möchte meine Triggerpunkte in Gang bringen. Zweitens, ich möchte möglichst schnell zum Gegner, damit ich möglichst in seiner Hälfte kämpfen kann und mir die Bonuspunkte abhole und er keine Bonuspunkte bekommt, wenn ich die, wenn er meine Figuren schlägt. Außerdem beachten sollte man natürlich noch, dass man irgendwie es immer für einen besser ist, wenn man stärkere Kreaturen hat. Das heißt irgendwie, wenn man direkt Kombinationen hat, was dann meistens mit dem Vierer zusammenhängt und dann volksspezifisch ist, um seine Figuren schnell aufzuwerten, ist das natürlich auch wieder besser. Genau. Meistens resultiert das bei mir dahin, dass ich mit einem Vierer anfange. Wie gesagt, ist dann volksspezifisch und mit entweder einem Sechser, wieso, zeige ich jetzt direkt, nämlich der Gedanke, möglichst schnell nach vorne zu gehen. Ich kann mit dem Sechser jetzt zwar immer nur einen vorrücken, jedes Mal, aber alle Sechser haben, oder fast alle Sechser haben die Möglichkeit, sich aufzusplitten. Das heißt, wenn ich hier mit dem Drachen zum Beispiel zwei Züge vorgegangen bin, kann ich mich dann in zwei Dreier aufsplitten, genauso bei den anderen Völkern halt in entsprechend andere Kreaturen. Und ich habe auf einmal zwei Dreier, die jeweils zwei Felder vorgegangen sind. Das heißt, statt den vier Zügen, die ich bräuchte sonst mit den Dreiern, um nach vorne zu gehen, wenn ich mit zwei Dreiern angefangen hätte, brauche ich jetzt auf einmal nur noch ein, zwei mit dem Drachen, drei Züge. Beziehungsweise wenn ich, je nachdem wo mein Gegner steht, noch ein Feld vorher mache, brauche ich 1, 2, 3 Züge mit dem Drachen und 4 Züge verglichen mit den 6 Zügen, die ich bräuchte, wenn ich die beiden einzelnen bewege. Okay, das ist die eine Möglichkeit, 4 und 6 aufstellen, da der 6er sich halt gut aufsplitten kann und so quasi man 2 Dreier bei den Drachen jetzt oder wie auch immer das bei den anderen Völkern ist, quasi gleichzeitig bewegen kann. Die andere Möglichkeit ist, jemanden aufzustellen, der sich schnell bewegen kann. Wie zum Beispiel hier bei den Drachen wäre das der Geist. Der kann sich halt direkt zwei Felder bewegen, komme ich auch schneller in die gegnerische Hälfte. Ja, das sind meine ersten Gedanken zum Start. Schaut euch an, was kann eure Vierer-Kreatur? Könnt ihr vielleicht schon Triggerpunkte sammeln? Was für Kombinationen mit anderen Figuren braucht ihr dabei? Und dann, wie kommt ihr möglichst schnell in die andere Hälfte?
Nehmt ihr einfach eine 6er-Kreatur, die dann vielleicht nur ein Feld vorgehen kann, aber sich dafür nachher in mehrere Kreaturen spalten kann? Oder nehmt ihr mehrere kleinere Kreaturen, die sich aber auch schnell bewegen können, sodass ihr im Endeffekt auch schnell in die gegnerische Hälfte kommt? Ich hoffe, das war schon mal hilfreich. Ich werde dann über meine Lieblingsaufstellung bei den einzelnen Völkern nochmal einzelne Videos machen. Bis dahin weiterhin viel Spaß!